Also was mir gefällt ist, dass ziemlich junge Menschen, ja, schon Bescheid wissen über Frau Merkel, ja, und so weiter, dann wird's heiter, ja. Also das finde ich gut, ja, weil die Frau gehört wirklich in den Knast. Warum? Naja, sie hat wissentlichen Eid gebrochen. Was ja noch schlimmer ist, ja, das müsste man gleich doppelt bestrafen. Lebenslänglich nie mehr rauslassen, die Olle. Bei Wasser und Brot müsste die bei mir schuften, arbeiten bis zum Tode. Ich bin fies, ich weiß, aber das hat die verdient. Warum hat sie das verdient? Ja, weil sie ja wissentlich falsch geschworen hat, weil sie Amerika in den Arsch kriecht. Alleine das ist schon Tatsache genug, ja, für mich. Sie verdient an Kriege, sie verdient an den Flüchtlingen, ja, dass es einfach nur eine Schande ist, dass die Olle Deutschland vertritt. Ja, ja, das sind alles keine Beleidigungen, ja, bitteschön, Frau Merkel, ja, sondern das ist für mich eine Tatsache, dass Sie eine Lügnerin sind, ja, vorm Herrn. Sie lügen, wenn Sie das Maul aufmachen. Da kommt nur Lüge und Scheiße bei raus. Ich habe gestern im Bundestag von Ihnen gehört, Frau Merkel, dass in Deutschland doch alles schön ist. Sagen Sie mal, sind Sie blind? Oder was? Heute gehen Sie doch in so ein Flüchtlingsheim wieder, ja, in Berlin so, ja, wo es eh völlig überfüllt ist mit Asylanten. Das ist jetzt nicht bös gemeint, das ist auch nicht gegen die Asylanten gerichtet, sondern es ist dagegen gerichtet, dass die Stadt übervoll ist davon. Ja? Und das geht nicht. Ja, Frau Merkel, Sie haben immer noch nicht kapiert, dass man die besser verteilen muss. Ja? Viel besser. Ja, und am besten wäre über ganz Europa verteilen. Ja? Warum? Naja, wir sind doch 27 Länder in Europa. Und der Juncker hat es doch auch schön gesagt. Den haben sie wohl in den Arsch getreten, ausnahmsweise mal, den Juncker, ja, dass der sich dazu endlich geäußert hat. Ja, sonst halten sie immer schön still. Ne? Sie wissen doch, sie können doch Männer umbringen. Das ist doch für sie ja kein Problem. Sie haben ja schon die Besten verscheucht. Ne? Und beinahe so ja den Schäuble, der ein bisschen rechnen kann. Ne? Ich staune, dass der geblieben ist. Ja, ich staune. Davon mal ganz abgesehen, mitgemacht hätte ich ja da eh nicht. Ja, also auf keinen Fall, ich würde mich auch nicht wählen lassen. Ja, das ist mir viel zu viel Verantwortung. Warum? Naja, ich kann ja gerade mal für mich Verantwortung übernehmen und das auch nur begrenzt. Ja? Ne? Wie man ja weiß, nicht? Sonst hätte ich gar keinen Einzelfallhelfer, ist doch wohl klar. Ne? Ich bin doch schließlich der Kranke. Der Allerschwerstkranke. Ja? Nee, also ich sage euch, ich bin nicht der Kranke, sondern ich bin der, ja, der darauf aufmerksam macht, dass man mal sich die andere Seite ansehen sollte, nicht immer nur die eine. Ja, aber das Volk, das kann ja nicht dafür. Ja, sag ich mal, dass die auch heute noch wählen gehen. Ist mir zwar auch ein Rätsel, weil die meisten sagen ja immer zu mir, ja, aber wir können ja nicht machen. Und dann sage ich immer, doch, könnt ihr. Ihr braucht nur nicht wählen gehen. Ja, und schon in dem Augenblick seid ihr raus. Da macht ihr nicht mehr mit bei dieser Scheiße. Ansonsten seid ihr alle mitschuldig, weil das ist eben so. Ob jetzt nun, das ist ja der Trick bei der Angelegenheit, ja. Das haben sich unsere Grundgesetzväter ganz gut ausgedacht, um das Volk blöde zu halten, haben sie natürlich eine Klausel eingeführt, ja, die da heißt, also wenn man nicht wählen geht, dann soll man sich schuldig fühlen. Und das haben sie so erreicht, indem sie sagen, dann kriegt die stärkste, also nicht indem sie sagen, indem sie dafür gesorgt haben, dass deine Stimme, weil du ja nicht gewählt hast, an die stärkste Partei geht. Das ist so, ja. Aber das ist ein Trick, um abzulenken. Ja. Liebe deutsche Volk, wacht doch mal endlich auf und merkt doch mal endlich, wie sehr ihr wirklich verarscht werdet von die paar, die da 16 Parlamente unterhalten, die völlig unnötig sind.
Die werden die niemals auf ein Parlament reduzieren. Warum nicht? Naja, die hängen doch alle zusammen. Ja, versteht mal. Ne? Jetzt hat die Merkel mal den Juncker in den Arsch getreten. Naja, ist doch schön. Ja, es wurde auch mal Zeit. Ja? Aber es nützt nichts. Ja? Deswegen kriegt, weil, warum? Naja, solange sie Amerika nicht in den Arsch tritt, ist alles andere wertlos. Schöner Satz, schöner Schlusssatz. Okay, ciao. Finde ich gut.